Hallo, ich bin der Michael. Ich arbeite beim Bayerischen Roten Kreuz in der Kleidersammlung. Wir sind heute hier in Nürnberg, da möchte ich Ihnen gerne mal einen Altkleidercontainer zeigen, mit was für Spenden wir es zu tun haben. So, wenn ich jetzt einmal hier reinschaue, da haben wir schon mal den ersten Punkt, wie zum Beispiel hier die losen Klamotten. Wir als Mitarbeiter tun uns damit sehr schwer, das einzupacken, wenn es geht, bitte in einen stabilen Sack, wie zum Beispiel so, bitte einpacken und verknoten. Dann die Schuhe bitte auch bündeln, auch in einen Sack rein und da zum Beispiel sowas, das ist Müll, das hat bei uns im Kleidercontainer leider nichts zu suchen, genauso wie Hausmüll, Elektrogeräte, Bücher. Thema Hausmüll zum Beispiel ist das Problem, das darf hier nicht rein, weil das fängt das Stinken an. Da haben wir das dann mit Maden und alles Mögliche zu tun und der ganze Inhalt, wo der Hausmüll drin ist, muss dann kostenpflichtig entsorgt werden. Sollten Sie Bücher, Spielzeuge oder Haushaltsgeräte haben, auch wenn es gut gemeint ist, bitte nicht in den Altkleidercontainer geben, sondern wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kreisverband. Vielen Dank.